Guten Morgen. Das ist das Hotel, wo ich diese Nacht verbracht habe, da in Flensburg. Guten Morgen, liebe Pilgerinnen und Pilger. Ich stehe hier bei der Karte von Oversee. Ich werde heute wieder weiterfahren auf der Via Jutlandica von Oversee nach Schleswig. Es gibt ziemlich viel Abwechslung. Ich werde bei einem See vorbeikommen, bei einem Barockgarten und auch bei einem Schloss. Jetzt möchte ich hier noch eine Kirche besuchen. Mal schauen, ob sie heute jetzt offen hat. Es ist die St. Georg-Kirche in Oversee. Es ist eine sogenannte Feldsteinkirche, erbaut im 12. Jahrhundert. Sie hat auch einen Rundturm, einen sogenannten Wehrturm. Jetzt hoffentlich hat sie offen. Ich habe Glück. Können wir das Innere anschauen. Jetzt habe ich meinen zweiten Stempel gemacht. Nochmals einen Blick auf den Rundturm oder auch einen Wehrturm. Ganz eine spezielle Kirche, aber sehr, sehr schön. Da vorne bin ich mit dem Bus angekommen. Ich habe jetzt schnell mal die Kirche besucht. Und jetzt geht es da Richtung
Träne durch das Dorf. Da überquere ich wieder die Träne. Ein interessantes Haus. Von da bin ich jetzt gekommen und daher bin ich gestern runtergekommen. Jetzt habe ich da einen großen Teil gemeinsam mit dem gestrigen Weg. Insgesamt ist der Pilgerweg heute für mich ungefähr 32 Kilometer, was ich mache. Da ist er auch gemeinsam mit dem Klimawalk. Übrigens mache ich heute auch den anderen Klimawalk. Es gibt ja da diese Gegend 2. Das ist noch ein Campingplatz. Dann geht der E1 dadurch. Und der E6, den ich auch mache, kann ich heute auch gleich machen. Pilgerweg. Ein schönes Naturparadies. Ich habe da natürlich wieder eine Straße, weil ich kann da gut neben der Straße auf dem Naturbelag gehen. Und da vorne komme ich schon in die ersten Bergen von heute. Die erste Höhe habe ich schon erreicht. Ist da doch nicht alles ganz flach. Und von da bin ich jetzt gekommen. Schöne Gegend. Zum Teil ein bisschen wild. Und da ist mein Pilgerweg. Und hier der Wald. Da hier trennen sich die Wege wieder. Gestern bin ich nach da hinten gegangen und heute gehe ich da hier durch. Mal schauen, welcher Weg der schönere ist. Da habe ich jetzt ein ganz schönes Sumpfgebiet. Und auf dieser Seite geht das weiter. Da hier ist der erste schöne kleine See, den ich heute antreffe. Ich glaube, da mache ich eine kurze Pause. Es hat in dieser Umgebung viele solche kleine Seen. Ich komme dann im Verlauf vom heutigen Tag noch einen großen. Da muss ich jetzt wirklich eine Pause machen.
Hört einmal das Vogelgezwitscher. So schön. Und da drüben sieht es auch aus, wie noch ein Sumpfgebiet wäre. Jetzt bin ich in einem schönen kleinen Tal. Auch einen schönen Weg. Von da bin ich gestern nach vorne gekommen. Und der Pilgerweg ist also da ganz gut gekennzeichnet. Neu geht der Pilgerweg da hinten durch diesen Weg da. Und der Alte macht hier einen Bogen. Ich gehe jetzt mal diesen. Gestern bin ich dafür durch die andere Seite gegangen. Mal schauen, was schöner ist. Ich habe da jetzt noch einen Abstecher gemacht. Da oben soll noch eine Aussichtsplattform sein. Geht doch da noch ziemlich hoch. Da vorne ist die Aussichtsplattform. Ich glaube, es hat sich gelohnt, diesen Aufstieg. Wow. Schön. Da nach hinten durch dieses Tal da geht mein heutiger Weg. Da drüben ist die Jungmannschaft. Sind sehr neugierig. Und da ist so eine Mooslandschaft. Könnte da früher auch noch einen See gehabt haben. Da habe ich jetzt großes Glück gehabt. Die sind hier an der Straße am Sanieren und wollten mich zuerst auch nicht durchlassen. Aber ich konnte dann doch schlussendlich am Straßenrand weiter wandern. Und da hier vorne, da oben, ist diese Aussichtsplattform, wo ich war. Und jetzt komme ich da zu dieser totalen Absperrung. Und da geht es wieder dann ohne Problem weiter.
Schönes Gebiet. Und da oben sind noch Schafe. Von da bin ich gestern gekommen und jetzt bin ich wieder im neuen Pilgerweg drin. Und von da hier hinten komme ich jetzt her, da wo das Fahrverbot ist. Wieder ein schöner kleiner Bach. Da geht jetzt mein Weg durch und der Bach fließt da in diese Richtung weiter. Und von da hier hinten, von da bin ich jetzt gerade gekommen. Und gestern waren hier noch Rinder in dieser Weide. Die sind heute weg. Ich habe das Dorf Südersmedeby erreicht. Und da, in diesem Dorf, habe ich auch die höchste Stelle von der heutigen Wanderung. Ganz viele Aprilglocken und da hier geht es doch wieder ziemlich steil hoch und da noch ein Blick zurück von da, wo ich jetzt herkomme. Ich habe wieder eine Schutzhütte erreicht. Vor ein paar Minuten ist mir heute der erste Mensch entgegengekommen. Aber der war so schnell weiter, konnte ihn gar nicht fragen, was er da für einen Weg macht. So, jetzt gibt es da eine Pause. Gestern ging mein Weg hier hoch. Und heute gehe ich da geradeaus. Also wieder ein Wegstück, das ich noch nicht kenne. Gestern bin ich da dieses große Feld gewandert. Dann irgendwo da drüben auch nach vorne. Das da ist jetzt die Straße, der ich folge. Großen Teil zum Glück neben der Straße gehen. Und da noch auf die andere Seite einen Ausblick in das Land hinaus. Ich bin jetzt da in Sivestedt. Da haben wir noch eine Wetterstation. Und
zwei Pferde am Weiden. Und da oben ist die Kirche von Severstedt. Auch wieder ganz was Spezielles. Die Kirche St. Peter mit einem Holzturm. Ja, es ist so schade. Die Kirche muss abgeschlossen werden. Wie jetzt da eine Frau erzählt, weil es wurde zu viel kaputt gemacht. Schade. Na, jetzt geht's halt weiter ohne Innenbesichtigung. Von da hier bin ich gestern gekommen und jetzt haben wir wieder ein ganz kurzes Stück, wo ich auf demselben Weg gehe und dann verlasse ich den einen Klimawalk ganz. Das da vor uns ist die Hostrupper Au. Da unten ist sogar noch eine kleine Insel. Jetzt bin ich in Stenderup angekommen. Auch wieder ein schönes kleines Dorf. Da hier habe ich gestern jetzt den offiziellen Pilgerweg verlassen und bin da hier nach hinten gegangen auf dem Klimawalk und ich gehe jetzt von da an eine Strecke, die ich noch nicht gemacht habe, kenne ich also nicht dadurch. Da drüben bei diesen Gastanks bin ich vorbeigekommen und dann irgendwo da hinten durch. Da ist auch wieder ein großes Feld und hier mein Pilgerweg. Da bin ich übrigens auch noch auf dem Ochsenweg, auf dem E1, auf dem E6 und auf dem Pilgerweg, den ich heute eigentlich mache. Und auch der Klimawalk, der andere geht da durch. Jetzt habe ich wieder mal eine nicht asphaltierte Straße.
schön. Da muss ich jetzt einen saftigen Bogen machen. Muss mal schauen, ob ich diese Kurve da erwische. Ganz langsam, dann geht's gut. So, und jetzt kann ich wieder Gas geben. Oh, da gibt's wieder einen geilen Rang. Wow. Da muss ich auch wieder ganz langsam. Und es hat geklappt. Wow. Ich habe wieder ein paar Häuser am Weg. Und da, so wie es aussieht, noch ein Bach. Sogar noch eine Sitzbank. Und da gehe ich jetzt durch. Mit Aprilglocken. Schön. Da hier komme ich jetzt in den Naturpark Schlei. Die Schlei ist ein Seitenarm von der Ostsee. Dieser Seitenarm ist ungefähr 42 Kilometer lang. Ist leider nicht so tief und von dem her nur für kleine Schiffe befahrbar. Schön weidende Pferde. Und da habe ich wieder eine Schutzhütte. Und immer sehr gute Beschriebe da. Da vorne die ersten Häuser von Idstedt. Und da kommen wir jetzt dann zu einem See. Ich hoffe, dass der nicht auch Hochwasser hat, wie der letzte See, wo ich war, da oben.